Herzlich willkommen. Mein Name ist Harald Bonsel und wir steigen jetzt ein in den Teil 2 AGC in Hörsystemen. Jetzt wird der Stoff ein bisschen trockener, denn jetzt wird von Grund auf erläutert, Sie müssen sich auch auf ein bisschen mehr Zeit einstellen. Aber ich werde mich bemühen, den Stoff so locker und so gut verständlich wie möglich rüberzubringen. Was Sie erwartet, ist zunächst mal frische ich Ihr Schulwissen ein wenig auf. Soll heißen, klassische Betrachtung der AGC, wie jetzt LELA, Kennlinie, Kompressionsverhältnis, Regelverhalten. Dann werden wir ein bisschen über Pegeländerungsgeschwindigkeit reden. Seien Sie gespannt, ich erkläre dann die genaueren Dinge. Was kann ich aus der Perzentilanalyse so alles ableiten, was AGC relevant ist? Dann werden wir noch mal ein bisschen über die Regelzeiten, die Reaktionszeiten von AGC-Systemen sprechen. Wie kommt es zustande? Was passiert da genau? Und dann wollen wir noch mal zum Schluss eindeutig unterscheiden, was ist statisch und dynamisches Kompressionsverhältnis und dann am Ende noch ein paar Take-Home-Messages. Also Sie sehen, ein ordentliches Programm. AGC klassisch, da fällt jedem von Ihnen sicher genau dieses Bild ein, was Sie hier sehen, nämlich die LELA-Kennlinie. Das ist der Klassiker schlechthin und war in der Vergangenheit, muss ich sagen, ist jetzt auch schon wieder 20, 30 Jahre her, die Betrachtungsweise, wie man AGCs erfasst und bemessen hat. Und Sie sehen hier zwei Kennlinien, also zwei Diagramme mit jeweils drei Kennlinien, die mit unterschiedlichen Verstärkungen aufgenommen worden ist. Und jetzt erstmal die erste Preisfrage. Wer von Ihnen weiß, was das denn für unterschiedliche AGC-Systeme sind? Die haben nämlich einen ganz bestimmten konkreten Namen und das ist einmal die AGC-O und einmal die AGC-I. Es ist natürlich jetzt unterschiedlich falsch eingeblendet, aber egal. AGCO, wenn Sie nämlich jetzt eine Kurve, ich will es kurz erklären, wenn Sie mehrere Kurven aufnehmen mit unterschiedlichen Verstärkungswerten. Also hier in diesem Beispiel sind es ja 20, 30, 40 dB, ne? 0 dB Eingang, 20 Ausgang, heißt 20 Verstärkung und so weiter. Das ist in beiden Diagrammen gleich. Das heißt, die Kurven starten an den gleichen Punkten. Die Kurven verlaufen zunächst mal auch gerade, linear sagt man auch dazu, weil Eingang-Ausgangsbedingungen ändert sich nicht. Und dann ist ein Knickpunkt erreicht, man sagt auch Kniepunkt oder Regelschwelle dazu. Und wenn ich diese drei Verstärkungskurven nun mit einer Linie verbinde, dann lande ich entweder auf der Y-Achse, dann ist es eine AGCO, oder ich lande auf der X-Achse, dann ist es eine AGCI. Also einmal ist das Signal, ist die Regelschwelle bestimmt durch einen Eingangswert, in diesem Fall 50 dB. Also egal, immer wenn am Eingang 50 dB erreicht werden, beginnt das System zu regeln. Und bei der AGCO ist es hier immer am Ausgang festzumachen. Das heißt, egal welche Verstärkung ich einstelle, immer wenn 100 dB erreicht werden, am Ausgang setzt das Regelsystem ein. So viel dazu. Jetzt gucken wir uns nochmal an, welche Bereiche gibt es denn bei der LELA-Kennlinie? Hier haben wir wieder drei Verstärkungskurven, das ist jetzt nichts Fiktives mehr, sondern es ist eine echte Messung. Und bei dieser Messung sehen wir drei Bereiche. Einen, den Sie wahrscheinlich nicht so wirklich auf der Uhr haben, das ist der Expansionsbereich, das ist sozusagen der Bereich für ganz leise Pegel. In diesem Beispiel ist das so ungefähr unterhalb von 40 dB. Hier gilt die Bedingung, dass eine Änderung am Eingang eine größere Änderung am Ausgang bewirkt. Also die Änderung am Ausgang ist größer als die Änderung am Eingang. Das ist die Definition für eine Expansion. Dann kommt ein Bereich, in dem das Gerät linear arbeitet. Also die Kurve exakt 45 Grad beträgt, also man sagt auch Winkelhalbierende dazu.
Da ist die Bedingung anders, dann da ist jetzt eine Änderung am Ausgang exakt identisch zu der Änderung am Eingang. Oder die Änderung am Eingang bewirkt eine gleich große Änderung am Ausgang, müsste man eigentlich sagen. Und dann kommt der Bereich, der uns im weiteren Verlauf besonders interessieren wird, nämlich der Bereich, in dem die AGC wirkt. Und da gilt die Bedingung, eine Änderung am Eingang bewirkt eben eine kleinere Änderung am Ausgang. Das heißt also, die Verstärkung wird reduziert, während bei linear die Verstärkung ja konstant bleibt, sich nicht ändert, beziehungsweise bei der Expansion das genau umgekehrte Verhalten ist wie bei einer AGC. So viel zunächst mal grundsätzlich für die Bereiche, in denen ein Hörsystem typischerweise arbeitet, dynamisch betrachtet. Jetzt kann ich natürlich ein Kompressionsverhältnis ausrechnen und wer sein Schulwissen noch einigermaßen parat hat, der weiß, der hat vielleicht diese Formel noch im Kopf, die Sie hier sehen, Delta LE geteilt durch Delta LA gleich Kompressionsverhältnis. Also wir gucken uns an, das Verhältnis einer Eingangspegeländerung zu einer Ausgangspegeländerung. Welche Eingangspegeländerung bewirkt eine wie große Ausgangspegeländerung? Und dazu nehmen wir uns einfach einen Bereich, in dem die AGC natürlich auch tatsächlich wirken muss. In diesem Beispiel habe ich jetzt einfach mal von 70 bis 90 dB genommen, also oberhalb der Regelschwelle des Hörsystems. Habe ich mir einfach mal 20 dB rausgegriffen. Es darf natürlich auch nicht in der Sättigung sein, also in der Begrenzung des Systems, sondern es muss natürlich in diesem Bereich sein, wo das Regelsystem sauber arbeitet, oberhalb der Regelschwelle, unterhalb der Sättigungsgrenze. Und jetzt note ich das sozusagen auf die Y-Achse rüber und kriege dort natürlich ein entsprechendes Delta heraus. Also ich nehme mir die Delta LE 20, die ich eher, ich sag mal, willkürlich im Prinzip festlege, unter den Bedingungen wie eben genannt, und dann lote ich so einmal hoch, einmal rüber und kriege ein entsprechendes Delta LA, das der Eingangspegeländerung entspricht, heraus. Und die beiden Werte kann ich natürlich jetzt in die Formel einsetzen und kann ein Kompressionsverhältnis ausrechnen. Das ergibt bei den Werten, die wir hier festgestellt haben, 2,5. Das ist einheitslos, denn es ist ja ein Verhältnismaß. Das heißt, man könnte es auch anders formulieren. Eine Änderung, die ich am Eingang mache, ist um den Faktor 2,5 am Ausgang kleiner, als sie am Eingang war. Ja, also, hoffe, das war klar. Oder anders gesagt, eine Ausgangspegeländerung ist ist 2,5-fach kleiner als eine Änderung, entsprechend der Änderung am Eingang. Also ist egal, wie man es formuliert. Es ist das relative Maß. So. Audiologisch ist es insofern eigentlich relativ irrelevant, weil diese Art der Messung uns nicht so viel darüber verrät, wie ich das Hörsystem jetzt einstellen muss oder welche Formel ich, die Formeln sagen mir da nicht so recht, was für eine LELA-Kennlinie da rauskommt, denn die Kurve wird ja mit Sinuston aufgenommen, die mache ich ja mit einem Sinuston. Es gibt noch ein zweites, ebenfalls in der Norm beschriebenes Verfahren zur Erfassung der Kennlinie. Das ist das Pegelverlaufsdiagramm. Das will ich kurz erklären. Sie sehen im oberen, das ist die blaue Kurve, einen Pegelsprung. Der geht von 50 auf ungefähr 90, dann bleibt er einen Moment dort. Also hier leiser Eingang, ungefähr 50 dB, dann springt das Ganze auf 90, bleibt eine Zeit lang da und dann geht es wieder zurück auf 50 dB. Das packe ich ins Hörgerät rein, diesen Pegelsprung, also Pegelverlauf am Eingang, 50, 90 und wieder zurück auf 50. Und dann schaue ich mir an, wie ist denn der Pegelverlauf am Ausgang meines Hörsystems. Und da sehen Sie, ja, da ist ein bisschen Verstärkung, sprich es wird lauter, dann springt es auf laut. Ne, hier ist ein kurzer Peak. Das könnte eine Impulsschallunterdrückung sein. Und dann setzt langsam das Regelsystem ein und regt das Signal runter, leiser. Das ist immer so eine Regelfunktion. Regelfunktion heißt immer, es geht gemächlich, es geht langsam, wird es leiser. Bis zu dem Punkt, wo ich das Signal wieder leiser schalte. Und dann braucht es eine gewisse Zeit, bis es sich wieder normalisiert hat, bis der Wert wieder auf den ursprünglichen Wert von
60 dB wieder zurückgekommen ist. Und diese zwei Zeiten nennt man Attack Time und Release Time, entsprechend Einschwingzeit oder Ausschwingzeit. Die kann man bestimmen, indem man eben guckt, wie ist das Verhalten über die Zeit, wie ist der Pegelverlauf über die Zeit. Dieses Verfahren ist fehlerbehaftet und überholt, wird auch, glaube ich, aus der neuen Norm jetzt bald verschwinden, weil das Verhalten, gerade auch des Eingangssignals, ist nicht eindeutig beschrieben. Man kann nämlich diesen Impuls hier nicht beliebig steil, nicht beliebig schnell machen. Ich kann einen Pegel nicht beliebig schnell ansteigen lassen. Und je nachdem, wie dieser Sprung im Hörsystem verarbeitet wird, kommen da unter Umständen auch sehr eigentümliche Werte raus, die nicht so wirklich glaubhaft sind. Lange Rede, kurzer Sinn, das Verfahren ist für heutige moderne digitale Signalverarbeitung nicht so wirklich geeignet. Das Ganze, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, das ist die klassische Betrachtung, wie wir sie von früher kennen, wie gesagt, 20, 30 Jahre alt. Und die Bedingungen sagen, dass ich immer warte, bis das System komplett eingeschwungen ist. Also ich gebe einen Sinuston auf das Hörsystem, wenn ich diese LELA-Kennlinie aufnehme, ich gebe einen Sinuston drauf und dann muss mein Messsystem, meine Messanlage so lange warten, bis sich der Pegel dieses Sinustons am Ausgang nicht mehr ändert. Ich gebe dem Hörsystem also in Anführungsstriche alle Zeit der Welt, um komplett einzuschwingen. Deshalb spricht man auch von statischen Werten, weil das ist der Wert, der eben für diesen Sinuston bei komplett eingeschwungenem System gilt. Das ist natürlich nicht so besonders praxisnah und es wird mit Sinuston gemessen, was an sich schon nicht so ganz alltagsrelevant ist. Und außerdem muss ich natürlich moderne Signalverarbeitung während der Messung ausschalten, denn die kann mir gehörig in die Suppe spucken und damit meine Messwerte ziemlich zerstören. Und dann kommt dazu, dass natürlich alles das, was wie schnell ein System einschwingt und ausschwingt, ist vielleicht mal so ganz interessant. Aber das sind keine Daten, die man direkt für die Audiologie umsetzen kann, die man so schwer in eine Wahrnehmung übersetzen kann. Also habe ich mir vor, ich weiß nicht, ich glaube es war in den 90er Jahren, also das ist auch schon ein paar Jahre her, mal Gedanken gemacht, gemeinsam mit Reimer Rohwedder, wie könnten wir denn das Problem lösen? Wie könnten wir denn ein AGC-System so ausmessen, dass es alltagsrelevante Daten liefert, alltagsrelevante Informationen liefert? Und da ist zunächst mal, ich hatte ja eben von diesem unendlich schnellen Sprung gesprochen, den man im Prinzip nicht erzeugen kann und der auch in der Signalverarbeitung für andere Zwecke geeignet ist, aber nicht dafür, um so ein AGC-System zu messen. Haben wir uns gesagt, ja, dann machen wir das, dann müssen wir eine definierte Pegeländerungsgeschwindigkeit einführen. Und diese definierte Pegeländerungsgeschwindigkeit, die kennen wir schon aus der Audiologie. Das ist nämlich die Amplitudenmodulation. Sie kennen das vielleicht aus, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Lüscher-Test gemacht hat in der Audiologie. Da messe ich ja die Unterschiedsschwelle meines Probanden, meines Menschen. Und messe, wie viel Pegelschwankung kann denn dieser Mensch noch gerade eben unterscheiden. Das ist der Lüscher-Test. Und da habe ich eine Amplitudenmodulation. Das heißt, die Amplitude meines Sinustons, ist jetzt hier wieder ein Sinuston, die ist an sich konstant, ja. Beim Sinuston ist die ja typisch, steht wie ein Baum. Aber jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme jetzt einen zweiten Sinuston und modelliere meinen ursprünglichen Sinuston mit diesem zweiten Sinuston. Und das sehen Sie hier in dieser Grafik, ich hoffe ganz gut, nämlich Sie sehen, dass das Signal leiser und lauter und leiser wird und dass das irgendwie so eine Sinusfunktion ist, die hoffentlich erkennbar ist. Und das ist das Wesen der Amplitudenmodulation, nämlich in diesem Fall haben wir einen 1 kHz Ton mit einer Modulationstiefe von 20 dB und einer Modulationsfrequenz von 1,5 Hertz. Das heißt, wir haben jetzt eine definierte Pegeländerungsgeschwindigkeit. Das heißt, der Pegel dieses Signals ändert sich eben um 20 dB
mit dieser Geschwindigkeit, nämlich 1,5 Hertz. So, das kann ich jetzt zum Messen benutzen. Ich kann nämlich jetzt hier, das ist praktisch das Signal, das Sie eben gesehen haben, nur, dass wir jetzt, müssen wir mal im unteren Bild anfangen, das ist nämlich das Referenz, sprich das Eingangssignal. Und hier haben wir jetzt einen 1000 Hertz Sinuston, wieder mit 20 dB AM, heißt Amplituden moduliert, 20 dB und einer Modulationsfrequenz von 0,05 Hertz. Das heißt, eine Periode sind 18 Sekunden, extrem langsam ändert sich der Pegel. Und das sehen Sie ja hier auch über die Zeit, das ist nämlich jetzt sozusagen die einhüllende Kurve, die Summe des Signals, sozusagen der Pegelverlauf über die Zeit. Und wenn wir uns das hier am Eingang angucken, dann sehen wir, dass das Signal ganz langsam braucht, 10 Sekunden, hier vom Maxima zum Minima und dann entsprechend eben wieder rund 10 Sekunden vom Minima bis zum nächsten Maxima. Also der Pegel ändert sich von um diese 20 dB innerhalb von 10 Sekunden. Also extrem langsam wird das moduliert. Aber ich sehe natürlich jetzt trotzdem dieses Delta hier angezeigt durch diese beiden blauen Balken, durch diese beiden blauen Striche. Das ist meine Modulationstiefe oder meine Amplituden, die Stärke meiner Amplitudenmodulation. Oder man könnte es auch als Delta LE betrachten, also die Änderung am Eingang. Und jetzt kann ich am Ausgang nachprüfen, was macht das Hörsystem? Folgt es dieser Pegeländerung von 20 dB oder verhält es sich anders? Also was macht die AGC? Die wird ja jetzt, wenn das System langsam leiser wird, die Verstärkung entsprechend hochdrehen und wird deshalb diesem Delta von 20 nicht in vollem Umfang folgen, sondern die AGC wird dem entgegenwirken mit dem Kompressionsverhältnis. Das heißt, aus meinem Delta LE 20 dB wird jetzt in unserem Beispiel ein Delta LA von 10 dB. Das heißt, durch meine AGC sind jetzt diese 20 dB Modulation auf 10 dB Modulation geschrumpft. Und das liegt eben einfach daran, dass, ich erkläre das immer sehr gerne sehr bildhaft, stellen Sie sich vor, da sitzt halt ein kleines Mannequin im Hörsystem und merkt, oh, jetzt wird es leiser. Na, da muss ich das Hörsystem aber jetzt lauter drehen. Oh, jetzt wird es lauter. Jetzt muss ich es aber leiser drehen. Das ist ja das, was die AGC macht. Das heißt, die AGC führt dazu, dass die Ausprägung die Tiefe der Modulation, die wir hier sehen, die 20 dB eben kleiner als 20 sind. Und aus dieser Erkenntnis heraus können Sie ein komplettes Messverfahren herleiten. Sie können nämlich jetzt einfach Folgendes machen. Sie können jetzt einfach die Modulationsfrequenz verändern, erhöhen. Hier sehen Sie am linken Ende unseres Diagramms wieder die 0,05, die wir eben auch in diesem Pegelverlauf gesehen haben. Jetzt zeige ich Ihnen aber nicht den Pegelverlauf, sondern ich zeige jetzt hier die Modulationsfrequenz, die immer höher wird, von 0,05 Hertz über 0,5 Hertz, 5 Hertz, 50 Hertz. Also von ganz langsamer Pegeländerungsgeschwindigkeit bis hin zu sehr schneller Pegeländerungsgeschwindigkeit. Und dann gucke ich mir das Delta LE und das Delta LA an und kann daraus wieder mein Kompressionsverhältnis ableiten nach der eben gezeigten Formel. Und dann sehe ich jetzt, aha, mache ich das sehr langsam, lande ich bei einem Kompressionsverhältnis von ca. 4 und an irgendeinem Punkt knickt die Kurve ab und das Kompressionsverhältnis wird kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, bis es irgendwann mal auf 1 läuft. Weil jetzt ändert sich der Pegel am Eingang so schnell, dass, um wieder in diesem Bild zu bleiben, das Mannequin mit dem Nachregeln einfach nicht mehr hinterherkommt. Das geht jetzt so schnell, dass das in die Erfassung des Pegels hinein integriert wird. Ich nehme da mal was vorweg, was ich dann später noch erkläre. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Kurven und jetzt sehe ich nämlich auch sehr schön, was ich in diesem LELA-Diagramm nicht erkennen kann. Ich messe hier nämlich einen Unterschied zwischen einer schnellen Regelung und einer langsamen Regelung. Ist klar, bei der schnellen Regelung
das Mannequin ist besonders flink und regelt sehr schnell nach, lande ich logischerweise, bleibe ich länger hier oben und es dauert länger, bis das Signal runter komprimiert wird, auf 1 geht. Im Unterschied zu einem sehr trägen System oder einer sehr langen Integrationszeit, einer sehr langen Mittelungszeit, die deutlich früher bei 1 landet. Also wir können mit dem Verfahren zumindest schon mal wunderbar unterscheiden, habe ich es jetzt hier mit einer schnellen oder mit einer langsamen Regelung zu tun. Sie werden auch, wenn das Ganze langsam genug ist, hier den statischen Wert finden, also den Wert, den Sie sozusagen in Ihrer Software eingestellt haben, den wir eben über diese LELA-Kennlinie ermitteln, das ist der, bei dem die Kurve in aller Regel startet. Hier habe ich natürlich ein Beispiel genommen bei dem man das gut sehen kann, sagen wir es mal so. Gut. Das ist aber natürlich eine Messung, die haben Sie zwar in der ACAM, aber die dauert lange, ist mühsam. Viel schneller geht es mit der Perzentilanalyse. Bei der Perzentilanalyse, ich habe jetzt hier mal, das ist die Art und Weise, wie es in der, wie der ACAM dargestellt wird. Wenn Sie monoral oder in der Messbox messen, dann haben Sie immer zwei Diagramme, Eingangssignal, Ausgangssignal. Also das ist das, was ich reinstecke in das Hörsystem. Ist immer links abgebildet und das, was rauskommt, ist immer rechts abgebildet. Und hier sehen Sie jetzt drei Kurven für das ISDS, nämlich für 50, 65 und 80 dB. Am Eingang, das heißt von leise, mittel und laut. Und jetzt kann ich mir am Ausgang angucken, was ist denn am Ausgang passiert? Sind die Kurven A anders und B, inwiefern unterscheiden sie sich jetzt? Und das, was Sie hier sehen, ist aber jetzt, ist zwar eine Perzentilanalyse, aber Sie sehen die Perzentile nicht, weil ich die einfach ausgeschaltet habe. Sie sehen hier nur den LTAS, also den Langzeitmittelwert. Hier nochmal zur Erläuterung. Von LTAS mit einem S hinten, das heißt nichts anderes als Long-Term Average Spectrum, also Langzeitmittelwert, spektraler Mittelwert heißt das Spektrum. Und wenn da hinten zwei S sind, dann heißt es Long-Term Average Speech Spektrum. Also dann bezieht sich das speziell auf Sprache. Ist jetzt aus messtechnischem Sinn, macht es keinen Unterschied. Deswegen spreche ich immer einfach nur von LTAS und ob der jetzt ein S am Ende hat oder zwei, ist egal. Wir wollen einen Langzeitmittelwert sehen. Das ist der uns jetzt interessiert. Und jetzt kann ich die gleiche Formel, die ich vorhin bei der LELA-Kennlinie verwendet habe, hier natürlich wieder anwenden. Ich kann wieder sagen, okay, ich habe hier einen gewissen Eingangspegelbereich. In diesem Beispiel sind das ziemlich genau 30 dB. Und ich habe einen Ausgangspegelbereich. In diesem Beispiel, beziehungsweise an dieser Stelle innerhalb der Kurve, nämlich bei 1000 Hertz, sind es 8 dB, macht ein Kompressionsverhältnis von 3,75. Das ist ein Wert, den Sie in etwa auch in Ihrer Software finden müssten. Es kann sein, dass der hier ein bisschen kleiner ist. Das hängt von der Regelgeschwindigkeit ab. Das haben wir ja in dem Diagramm vorher schon mal andeutungsweise gesehen. Wichtig nur zu wissen ist an dieser Stelle, das ist die Verstärkung, die das AGC-System für Sprache, weil ich habe ja mit ISDS gemessen, einstellt. Und damit ist das für uns auch ein sehr relevanter und wichtiger Wert, weil auf Sprache ist unser Fokus. Mit Sprache beschäftigen wir uns, für Sprache sind die Hörsysteme gebaut und der ganze Algorithmus und unsere ganze Denke ist darauf ausgerichtet. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, 3,75 in diesem mittleren Frequenzbereich. Ich habe extra nur mal in den mittleren Frequenzbereich die AGC eingestellt. Bei anderen Frequenzen ist es wieder anders. Sie sehen hier bei den tiefen Frequenzen, da sind wir fast genauso weit auseinander wie hier vorne. Aber das Kompressionsverhältnis dann entsprechend 1, weil Kompression nicht wirkt. Nur mal so auf die Schnelle. Jetzt kann ich mir aber auch eine zweite Sache ansehen. Ich kann nämlich jetzt sagen, gleiche Darstellung wieder, jetzt sehen wir nur eine Messkurve, nicht mehr 50, 65, 80, sondern nur noch einen Wert.
Auch wieder die durchgezogene Kurve ist wieder unser Eltas. Aber jetzt zusätzlich eben auch die Perzentile am Eingang, am Ausgang. Und jetzt können wir uns angucken, wie lang sind denn die Balken? Also, ja, wie lang sind die Balken? Und können jetzt die gleiche Formel wieder anwenden. Wir können jetzt wieder sagen, okay, Delta LA zu Delta LA gleich Kompressionsverhältnis. Und da nehme ich jetzt die Länge der Balken am Eingang, habe ich hier mal ausgemessen für 1000 Hertz, sind 36 dB am Eingang und am Ausgang sind es 30 dB. Macht ein Kompressionsverhältnis von 1,2. Das sind, nur vielleicht mal für alle AKAM-Anwender zur Erklärung, das sind die Zahlen, die hier an der Kurve stehen, sofern Sie sie nicht abgeschaltet haben. Das heißt also, wenn hier 1 steht, dann heißt es, der Balken am Ausgang ist genauso lang wie der Balken am Eingang. Wenn steht da ein Wert, der größer 1 ist, ist der Balken am Ausgang um den Faktor hier, nach diesem Beispiel hier, ist der Balken am Ausgang um den Faktor 1,2 kleiner als der Balken am Eingang. So, jetzt messen wir plötzlich jetzt haben wir wieder ein Kompressionsverhältnis, aber eben ein anderes Kompressionsverhältnis. Das nämlich ist der sogenannte dynamische Kompressionswert, der sich errechnet daraus, wie stark wurde die Dynamik des Signals verändert. Wurde die Dynamik von Sprache, in diesem Beispiel haben wir ja Sprache, ISDS, die sehr große Dynamik mitbringt, wissen wir alle, nämlich diese 36 dB hier am Eingang, werden diese 36 dB in irgendeiner Weise verändert, obwohl die AGC ja eingeschaltet ist, die ja weiterhin eingeschaltet. Das System komprimiert ja, es dreht ja trotzdem den Gesamtpegel herunter. Aber da gucken wir jetzt nicht hin, sondern wir gucken jetzt dahin, Balken, langer, kürzer, länger, kürzer. Und hier sehen wir jetzt auch wieder, was passiert, wenn ich die Regelzeit verändere. Es gibt ja immer noch ein paar Hörsysteme, bei denen Sie die Regelzeit umschalten können. Stichwort Dynamik und Silbenkompression, duale Kompression und Silbenkompression. Das ist genau die Umschaltung zwischen langsam und schnell. Silbenkompression schnell, duale Kompression langsam. Und hier habe ich jetzt mal, ausnahmsweise sehen Sie jetzt hier links Ausgangssignal und rechts Ausgangssignal, um diese beiden Ergebnisse gegenüberzustellen. Einmal habe ich hier ein Kompressionsverhältnis von 1,1 bei 1000 Hertz bei der langen Regelzeit und bei der schnellen Regelzeit habe ich hier 1,5. Das heißt, ist die Regelung sehr schnell eingestellt, dann wird sich die Regelzeit, dann werden die Balken kürzer, dann greift das, dann wird das die Dynamik des Eingangssignals komprimiert, die Dynamik des Eingangssignals ist nicht mehr in vollem Umfang da, sondern es ist gequetscht, es wird verringert. Merke, obwohl wir eine Kompression eingeschaltet haben, bleibt die Sprachdynamik erhalten. Da will ich auch direkt mit einem durch unsere Branche immer wieder geisternden Begriff aufräumen. Das höre ich öfters mal von Kollegen, die sagen, oh, AGC, ganz gefährlich, aber möglichst wenig Kompression, idealerweise vielleicht sogar Kompression 1. Das ist völlig falsch. Das ist auch nicht richtig, so zu arbeiten, denn das wird beim Kunden dazu führen, dass leise Signale zu leise und laute zu laut werden, weil auf dem mittleren Bereich haben sie sich vielleicht konzentriert und haben es für diesen richtig eingestellt. Und außerdem packt es ja Sprache gar nicht an. Beziehungsweise nur in dem speziellen Fall, wo ich wirklich ein hohes Kompressionsverhältnis wähle und eine schnelle Regelzeit, was in der Praxis sehr selten vorkommt. Immer die meisten Hörgerätehersteller sind standardmäßig bei den langsamen Regelzeiten, also eher bei dem linken Diagrammbild. Und außerdem, das sei nochmal abschließend gesagt, da sind sich die Hersteller auch nicht wirklich einig. Der eine Hersteller sagt, ey, lange Regelzeiten, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Während der nächste Hersteller, der vielleicht kurze Regelzeiten propagiert, genau das Gegenteil sagt.
Und für beide, da, für beide Argumente, für beide Hersteller gibt es entsprechende Untersuchungen, die einmal beweisen, lange Regelzeiten sind besser fürs Sprachverstehen, fürs Wohlbefinden, für was auch immer. Und wenn Sie mit dem Hersteller B sprechen, holt er eine Studie raus, der Ihnen genau das Gegenteil sagt. Also, ich persönlich bin der Ansicht, die Regelzeit ist nicht wirklich so super wichtig. Wollte nur mit dem Vorurteil aufräumen. Bloß die Finger von der AGC lassen, bloß keine hohen Kompressionsverhältnisse. Wichtig ist, zu wissen, welche Verstärkung bei welchem Eingangspegel eingestellt ist. Also dieser dynamische Wert, den ich eben gezeigt habe, der statische Wert, den ich eben gezeigt habe, der dynamische Wert ist nice to know. Für die, die es wissen wollen, aber es ist für die eigentliche Hörgeräteanpassung, also für ihr Fitting, gar nicht so wichtig. Sie müssen eigentlich gar nicht so intensiv auf die Perzentilbalken gucken. Ich würde empfehlen, ja, am Schluss mal drauf gucken, habe ich eine schnelle oder eine langsame Regelung, weil die auch in der praktischen, das hatte ich in einem anderen Vortrag ja erzählt, unter Umständen unterschiedlich wahrgenommen wird vom Kunden. Also da geht es eher um Wohlbefinden. So, nun wollen wir noch mal kurz über die Reaktionszeit der AGC sprechen. Da hatte ich ja vorhin schon kurz was vorweggenommen, was ich jetzt noch mal ein bisschen genauer erläutern möchte. Nämlich, ich muss ja, damit die AGC funktioniert, muss die AGC ja wissen, wie laut ist es denn eigentlich in dem Kanal, über alles, was auch immer. Und dazu muss natürlich die AGC eine Messung durchführen. Die muss nämlich messen, wie viel Pegel habe ich denn jetzt am Eingang oder irgendwo in meiner Signalkette. Und um diesen Wert zu messen, also wie wird ein Pegelwert gemessen, gibt es ganze Normen dazu, ganze Normenreihen dazu, will ich jetzt gar nicht so intensiv betrachten. Aber ich muss natürlich immer mir einen bestimmten Zeitbereich angucken. Also ich kann aufgrund eines einzelnen Abtastwerts, klar, kann ich natürlich auch eine Amplitude, könnte ich theoretisch sogar einen Pegel drauf rechnen, aber das ist, wird in der Praxis so nicht gemacht, sondern da nehme ich mir immer ein gewisses Zeitfenster, also einen gewissen Zeitabschnitt. Dieser Abschnitt wird gleichgerichtet, Effektivwert gebildet und logarithmiert. Das ist das, was mathematisch da passiert, und dann habe ich einen Pegelwert. Dann weiß das Hörsystem, okay, jetzt habe ich zum Beispiel 40 dB am Eingang gemessen, also muss ich 50 dB einstellen, damit dann am Ausgang 90 rauskommen. Und so kann das Hörsystem dann nach der Messung nachgelagert entscheiden, welchen Wert stelle ich denn jetzt ein. Und das gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Da habe ich noch mal ein paar Beispiele präpariert. Zunächst mal, das ist wieder ISDS. Das geschulte Auge sieht das schon. Über die Zeit, ich glaube, das sind so ungefähr 10 Sekunden oder so. Und nein, sind 4, um es genauer zu sagen. Und dann kann ich natürlich auf dieses Signal, ich habe mal versucht, das irgendwie zeitlich so ein bisschen zu synchronisieren. Sie sehen hier die Hüllkurve zu dem Signal, was Sie hier oben sehen. Ja, vielleicht an dieser Spitze ganz gut auszumachen. Hier haben wir eine Lücke, leise, dann wird es ja einmal laut. Ja, also diese Hüllkurve folgt dem Pegel des Signals, was Sie oben sehen, was Sie oben im Zeitbereich sehen. Und hier wurde eben ein Zeitfenster benutzt von 100 Millisekunden. Das heißt, es werden immer 100 Millisekunden genommen, gleichgerichtet, logarithmiert, Pegel gebildet. Und dann gibt es so eine Verlaufskurve. Und diese Verlaufskurve kann ich natürlich benutzen, um daraus meine AGC-Werte einzustellen. Und jetzt habe ich mal so eine animierte Grafik mitgebracht, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist. Wenn diese Zeit sehr kurz ist, Sie sehen hier ein Video, das fängt bei 0,01 an, dann sehen Sie, ist die Kurve noch sehr, sehr, sehr zackelig. Und es endet bei einer Sekunde, also einer Mittelungszeit, einem Integral über eine ganze Sekunde. Mittelwert über eine Sekunde. Dann ist die Kurve fast, dann haben Sie fast einen geraden Strich. So, und jetzt ist die Kunst, eine AGC so zu bemessen, dass diese Mittelungszeit, diese Zeit, in der ich den Pegel bilde,
möglichst kurz ist auf der einen Seite, um auf Änderungen gut zu reagieren, aber auch nicht zu kurz, um nicht zu nervös zu wirken, sprich um ständig an der Verstärkung hin und her zu drehen. Und da habe ich einfach mal zwei Extreme rausgegriffen. Einmal die Kurzzeitkonstante. Ist natürlich super, Sie haben eine super schnelle Reaktionszeit. Sie müssen immer auch im Kopf haben, das, was das Hörsystem jetzt an Pegel gemessen hat, liegt immer in der Vergangenheit. Das heißt, das AGC-System misst 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 Millisekunden in der Vergangenheit, ermittelt einen Wert und auf der Basis dieses Werts wird die AGC eingestellt. Das folgt, das ist auch nochmal intellektuell vielleicht ganz interessant zu wissen. Ich muss immer schätzen, oder das, ich sage mal andersrum, das AGC-System geht immer davon aus, dass das, was in der Vergangenheit, in der Zukunft so bleibt. Weil die Vergangenheit weiß ich, die Gegenwart weiß ich, aber die Zukunft weiß ich nicht. Und das ist das Dilemma einer AGC und damit auch, wie schnell reagiere ich denn auf Änderungen? Reagiere ich sehr schnell, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass die Verstärkung im Prinzip immer richtig eingestellt ist, weil ich Änderungen des Pegels sofort feststelle und sofort reagieren kann, Pegel hat sich geändert, also muss ich auch die Verstärkung nachregeln, hochdrehen oder runternehmen. Wenn es zu schnell ist, dann kann es mir passieren, dass das AGC-System in die Amplitude des Signals hineinregelt, wenn ich zu schnell werde. 1 durch FU, sagen wir mal bei 100 Hertz, bin ich schon bei 10 Millisekunden. Also soll heißen, ist es zu schnell, dann regel ich in die Amplitude rein. Wenn ich in die Amplitude reinregel, dann habe ich das als Ergebnis, nämlich harmonische Verzerrung. Und, was auch klar ist, ich mache massiven Eingriff in die Zeitstruktur meines Signals, um es mal mit Perzentilen darzustellen. Die Balken am Ausgang würden im Vergleich zum Eingang extrem kurz werden, weil das AGC-System natürlich bei entsprechend hohem Kompressionsverhältnis dann die Kurve ganz stark zusammenpressen würde. Jetzt nehmen wir das andere Extrem. Sie sehen schon, dass der Verlauf sich ändert. Ne? Es merkt schon, es geht hier runter, aber die Änderung ist irgendwie immer nur im wenigen geringen dB-Bereich. Träge Reaktionszeit. Also, Sie kommen in den Raum, da ist es leise und dann braucht es 10 Sekunden, 20 Sekunden, bis überhaupt dann die richtige Lautstärke für diesen jetzt viel leiseren Raum eingestellt ist. Es dauert lange. Das ist durchaus praxisrelevant. Es gibt Regelsysteme, die so langsam sind, ganz bewusst gemacht. Aber natürlich immer mit dem Nachteil, dass sie die Verstärkung über- oder unterschätzen. Sie müssen wissen, ich gucke ja lange in die Vergangenheit, ich bitte den Mittelwert aus den letzten 10 Sekunden der Vergangenheit und sage, okay, so wie es in den letzten 10 Sekunden ist, ist es auch in der Zukunft. So, das heißt, wenn ich jetzt in der Zukunft was ändere, also wenn andere Signale, lautere oder leisere, kommen, dann braucht das System entsprechend Zeit, um nachzuführen. Aber wir haben natürlich überhaupt keine Verzerrung und wir haben überhaupt keinen Eingriff in die Zeitstruktur, sprich dieses dynamische Kompressionsverhältnis bleibt stur immer auf 1. Da können Sie machen, was Sie wollen, da können Sie Kompression reinhauen ohne Ende, da kommt immer Kompressionsverhältnis dynamisch 1 raus. Was eben viele Hersteller auch dann so verargumentieren, dass sie sagen, ja, die Regelzeit ist so lang, damit eben genau diese Zeitstruktur erhalten bleibt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich in meinen Ausführungen jetzt im Augenblick einfach mal annehme, dass die Ein- und die Ausschwingzeit des Hörsystems identisch ist. Das ist aber in der Praxis niemals der Fall. Die Einschwingzeit ist immer viel schneller als die Ausschwingzeit, was auch logisch ist, was auch gut ist. In der Regel mal locker um den Faktor 10. Man kann auch mehrere Kompressoren gleichzeitig laufen lassen. Das machen auch einige Hersteller, dass ich eben sozusagen immer einen Langzeitwert bilde, gleichzeitig einen Kurzzeitwert bilde und dann abwäge, welcher ist jetzt gültig, welchen nehme ich jetzt, den
mit der langen Vergangenheit oder dem mit der kurzen Vergangenheit. Und je nachdem kann ich dann entsprechend unterschiedlich reagieren. Ich will damit sagen, die Hersteller, das war auch in der Vergangenheit schon so, also auch schon in der Analogtechnik war das schon so, dass die Einschwingzeit immer, sagen wir mal, rund um den Faktor 10 kürzer war als die Ausschwingzeit. Das heißt, auf Pegelerhöhung reagiert das System deutlich schneller, meist um den Faktor 10 oder mehr schneller, als bei einer Verminderung des Pegels, wenn also dieses AGC ausschwingen muss. So, und im Ergebnis liegt der Hersteller in der Regel zwischen diesen beiden Extremen. Soll heißen, zwischen der schnellen Reaktionszeit und der langsamen Reaktionszeit. Also, ich versuche irgendwo aus beiden Welten mir irgendetwas, das Beste rüber zu retten, um es mal so zu sagen. Also, ich habe natürlich eine geringere Reaktionszeit. Ich gucke ein bisschen in die Vergangenheit, aber eben nicht ganz so kurz, aber auch nicht so super lang, sondern ich versuche da einen Wert zu finden, der in der Praxis gut funktioniert. Also es ist ein typischer Kompromiss. Es ist ein typischer, es ist einfach etwas, was, Kompromiss heißt immer, es gibt Extrembeispiele, in denen das dann eben fehlschlägt. Und natürlich achten die Hersteller auch darauf, dass sie möglichst keinen oder nur einen möglichst geringen Eingriff in die Zeitstruktur des Signals, speziell bei Sprache, haben. Aber Sie sehen hier oben auch an dieser Zeit, an dieser einhüllenden Kurve, wie das AGC-System hier bei der Sprache jetzt schön immer nachregelt und die Verstärkung entsprechend ändert. Das heißt, stellt die Verstärkung ein für diesen Pegel und dann stellt es die Verstärkung für diesen Pegel ein und die schwankt auch ständig, die Verstärkung, weil ja das Sprachsignal auch in seinem Pegel da andauernd schwankt. So, nun wollen wir noch mal kurz unterscheiden zwischen dem statischen und dem dynamischen Kompressionsfeld. Ich hatte das eben schon mehrfach genannt. Ich will es dir noch mal klar unterscheiden. Das statische Kompressionsverhältnis ist das Kompressionsverhältnis, das Sie über den ELTAS in Ihrer Perzentilanalyse sehen. Also, wie viel Verstärkung hat das Hörsystem eingestellt? Das Hörsystem guckt integral über eine lange Zeit. Wie laut ist es am Eingang? Wie viel Verstärkung muss ich einstellen? Und im zweiten Fall dann das dynamische Verhalten. Hier gucke ich mir die Signalschwankung an. Also wie stark schwankt das Signal in sich und bildet daraus eben ein entsprechendes Kompressionsverhältnis. Ich mache es immer gerne bildlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in dem Video ganz einigermaßen rauskommt. Ich habe mein Paketsprache am Eingang, diese 38 dB, die ich eben gezeigt habe. Und die verstärke ich. Das Paket wird verstärkt. So muss ich machen. So. Es wird verstärkt, es wird lauter. Ne? Ich hebe das hoch, das Paket. Aber das Paket bleibt an sich noch so erhalten. Oder es wird halt kleiner gemacht. Also, was mache ich? Erhalte ich mein Paket oder wird mein Paket kleiner? Das ist der dynamische Wert. Nur damit Sie das nochmal klar unterscheiden, nur damit da nochmal eine klare Differenzierung da ist. So, also, damit komme ich zu meiner letzten Folie zum Abschluss. AGC bedeutet, dass die Höhe des Eingangspegels die Verstärkung bestimmt. Also, mein Eingang sagt, wie laut das Eingang, plus natürlich die Analyse im Hörsystem, die bestimmt, wie viel Verstärkung tatsächlich eingestellt ist. Was in der Regel heißt, nein, nicht in der Regel, sondern immer, bei geringen Eingangspegeln ist die Verstärkung immer am höchsten. Das ist sozusagen die Grundverstärkung, die Sie an Ihrer Anpassungssoftware einstellen. Und bei den hohen Ausgangspegeln, bei den hohen Werten, ist die geringste Verstärkung. Wenn Sie an die Sättigungsgrenze kommen, greift bei den Hörsystemen heute nicht mehr dieses klassische PC-System. Das ist out, das macht kaum noch so jemand, weil das zu Verzerrung führt, sondern meistens ist es eine AGCO, die einfach guckt am Ausgang, ups, jetzt wird es aber zu laut und jetzt haue ich nochmal die Bremse rein, sprich ganz viel Kompression, nämlich 20 oder mehr, haue ich richtig drauf, damit am Ausgang wirklich, das ist dann, wenn Sie es in der Kurve sehen, ist es wie eine PC, ist es wirklich eine Begrenzung. Aber es ist in der Regel eben nicht mehr die typische Begrenzung, wie wir sie von früher kennen.
Wenn die AGC gut eingestellt ist, sprich wenn Ihr Kunde sagt, das Hörsystem ist in allen Hörsituationen richtig in der Lautstärke, dann haben Sie alles richtig gemacht und die AGC ist so eingestellt, dass sie für den Kunden immer optimalen Nutzen bringt. Es gibt zwei relevante Parameter in der Anpassung. Statisches Kompressionsverhältnis, also das ist die Verstärkung, die sich tatsächlich einstellt, der Verstärkungswert, den Sie auch in Ihrer Anpasssoftware sehen. Und es ist der dynamische Wert, nämlich das, was ich eben mit Paket bezeichnet habe. Also wird dieses Paket in seiner Dynamik, also wird das Eingangssignal in seiner Dynamik belassen oder gestaucht. Wichtig ist auch, dass Sie die Dynamikanpassung auf der Uhr haben, dass Sie daran denken, dass es wichtig ist, dass die richtige Verstärkungseinstellung für Ihren Kunden relevant ist. Ja, die Frequenzanpassung, die ist wichtig und die muss sein und das ist auch gut, dass es die gibt. Egal mit welchem Verfahren Sie zu einem ausgeglichenen guten Frequenzgang kommen, aber darüber hinaus gibt es eben auch noch die Dynamik und die Dynamik heißt, Sie haben die für den Kunden richtige Lautstärke gewählt. Moderne Hörsysteme, moderne AGC-Systeme sind viel mehr, als Sie angenommen haben. Ich hatte es ja eben schon ein paar Mal so andeutungsweise gesagt. Denn mehrere AGC-Systeme können gleichzeitig wirken, können hintereinander geschaltet werden. Sie können mehrere unterschiedliche Kniepunkte haben innerhalb ihrer Dynamik des Hörsystems. Können also demzufolge auch mit unterschiedlichen Kompressionsverhältnissen arbeiten. Also da sind alle nur erdenklichen Varianten eigentlich unterwegs. AGCO-Systeme werden in der Regel eher für Begrenzungen eingesetzt, AGCI-Systeme eher für die audiologischen Kennwerte. Und es gibt im Prinzip auch beliebige Kombinationen zwischen AGCI, AGCO. Ich hatte es ja eben schon gesagt, also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Eine Anmerkung und ich nenne es gerne Fußangel. In den Hörsystemen, in den modernen Hörsystemen laufen ja Klassifizierer. Also die gucken, in welcher Hörsituation ist jetzt mein Kunde. In Ruhe, Ruhe mit Störgeräusch, Musik und was es nicht alles gibt. Und je nachdem, welche Situation das Hörsystem jetzt erkannt hat, Klammer auf, erkennt nicht immer die richtige Umgebung, liegt da auch mal falsch, wird natürlich das Hörsystem auch an den Kompressoren stellen. Also es kann Ihnen passieren, dass das Hörsystem eben, weil es nicht in dem korrekten Programm ist, für das Sie das Hörsystem jetzt eingestellt haben, wo Sie also Ihre Kompression mit sehr viel Mühe und Sorgfalt eingestellt haben, dass der Kunde eben, sobald das Programm irgendwo anders hingeht, also ein anderes Programm gewählt wird, plötzlich alles zunichte ist und Sie praktisch dann mit einem anderen Programm wieder von vorne anfangen. Also ich will damit nur sagen, das müssen Sie auf der Uhr haben, dass dieser Klassifizierer Ihnen da Ihre Arbeit unter Umständen, Ihrer Arbeit entgegenwirkt oder Ihnen das eben zerstören kann. So, damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, Sie konnten mir folgen und ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich dann auch den dritten Teil noch anhören. Da ist dann noch ein bisschen historische Erklärung und im dritten Teil dann, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Stoff. Und damit sage ich herzlichen Dank.